Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur migrationspolitischen Agenda der AfD gehörte schon immer die Forderung nach einer deutlichen Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten, um Rückführungen in diese Länder zu erleichtern. Es ist doch geradezu absurd, dass beliebte Urlaubsländer in Nordafrika wie Marokko, Tunesien immer noch nicht auf dieser Liste stehen. Erst im letzten Plenum vor der sogenannten Alibi-Veranstaltung namens Flüchtlingsgipfel haben wir in unserem Antrag die Einstufung dieser Länder als sichere Herkunftsstaaten gefordert und die Landesregierung ebenfalls aufgefordert, sich dafür einzusetzen. Damals hätte die FDP die Gelegenheiten nutzen können und dies unterstützen können. Aber nein, damals kein Wort hierzu. Und jetzt legen Sie uns urplötzlich einen Antrag vor. Wie unehrlich die Ankündigungspartei FDP aber mit diesem Antrag ist, zeigt sich doch daran, dass es selbst in der Beschlussvorlage des Bundeskanzleramts vor dem sogenannten Flüchtlingsgipfel lediglich um Georgien und Moldau ging und von den Maghreb-Staaten kein Wort. Als Teil der Bundesregierung hätten sie sich hier einbringen können, offensichtlich bestand aber kein Interesse. Die FDP will heute mit Heldenmut, Unerschrockenheit und Tapferkeit glänzen, doch längst trägt Ihre Partei den Stempel der Unehrlichkeit und politischen Korrumpierbarkeit. Aber wir sollten uns an der Stelle auch nicht mit Profilneurosen der FDP beschäftigen. Dafür ist dieses Thema schlichtweg zu wichtig. Also werfen wir einen Blick auf die Fakten. Abschiebungen aus NRW im Jahr 2002. Also zur Hälfte noch unter Schwarz-Gelb. Georgien 142 Personen, in Algerien 188 Personen. Die Anzahl der Abschiebungen in sonstigen Maghreb-Staaten belief sich im niedrigen zweistelligen Bereich. Bei der Anzahl der Asylanträge im Jahr 2022 waren Georgien, Algerien und Marokko mit 2600 Anträgen in NRW erneut prominent vertreten. Im Bund liegen wir bei knapp 20.000. Auch der Wanderungssaldo für NRW ist eindeutig. So gab es zwischen 2020 und Oktober 2022 536 mehr Algerier, die zugezogen als fortgezogen sind. Bei den Marokkanern waren es über 4.000, bei den Tunesiern über 2.000. Tendenz jeweils steigend. Und gerade die hohe Zahl von Tatverdächtigen aus den Maghreb-Staaten sowie aus Georgien und Moldau sollte uns aufhorchen lassen. Das BKA meldet für 22 bundesweit 70 Tatverdächtige im Zusammenhang mit Straftaten gegen das Leben, 858 im Zusammenhang mit Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und über 10.000 im Zusammenhang mit Hoheitsdelikten. Wieso also diskutieren wir in Deutschland immer noch darüber, ob es vertretbar wäre, diese Länder als sichere Herkunftsländer einzustufen und endlich mit Abschiebung von Personen zu beginnen, die oftmals eine Gefahr für unsere Sicherheit und Ordnung darstellen? Mein Mitleid mit jungen Männern, die Unruhe, Respektlosigkeit und vor allem Gewalt verbreiten, hält sich mehr als in Grenzen, weshalb ich nur noch eine Antwort an diese Menschen richten kann, unangekündigte Abschiebung in die Heimat, meine sehr geehrten Damen und Herren. In Anbetracht dessen erinnere ich gerne auch an den herzergreifenden Abschied des Spurwechselministers AD Dr. Joachim Stamm. Was ist eigentlich so wirklich aus ihm geworden, vor allem weil ja die eigene FDP jetzt hier diesen Antrag vorlegt? Was hat er bislang wirklich Großartiges abgehandelt? Ja, nicht sonderlich viel, Erfolge bisher Fehlanzeige. Dass es aber anders gehen kann, das zeigt uns Großbritannien, wo zwei indischstämmige Politiker die Migrationspolitik gerade auf den Kopf stellen und sich selbst vor dem Europäischen Gerichtshof nicht länger bevormunden lassen. Die illegale Einreise soll zukünftig zu einem Aufenthalt in Ruanda führen. London und Paris zeigen auch, dass es am Ende des Tages klüger ist, eine halbe Milliarde in ein Abschiebezentrum zu investieren, anstatt weiterhin illegale Migration gewähren zu lassen. Zu derart mutigen Schritten ist diese Bundesregierung mit der Beteiligung dieser FDP nicht bereit. Frau Faeser verweigert gerade sogar eine effektive Grenzsicherung, trotz Hilferufen aus zahlreichen Bundesländern, trotz deutlicher Aufforderungen durch die Deutsche Polizeigewerkschaft, deren Strategiepapier seit Monaten unbeantwortet auf dem Tisch liegt. Diese Politik der Stillstandskoalition in Berlin trägt die FDP einfach so mit. Was soll's, Hauptsache der Dienstwagen ist vollgetankt. Ehrlich wehrt sich am längsten. Merken Sie sich das, liebe FDP. Vielen Dank.